Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Supermarkt Simulator. Und ja, in der letzten Folge, wenn ihr das nicht verpassen wollt, hat man sehen können, wie ich die ganzen Regale gekauft habe. Zwar erst wieder gegen Ende der Folge. Aber ich bereite mich darauf vor. Und zwar, dass ich hier die Produktlizenz kaufe. Ja, dazu brauche ich erstmal diesen Abschnitt für 1300 Dollar. Den können wir uns ja leisten. Und ja, dann holen wir uns die nächste Lizenz. Und dann wird das hoffentlich auch funktionieren. Kraftung Mehl ist mir zu teuer. Ja, okay. So, hier seht ihr eben die ganzen Regale. Die habe ich schon mal gekauft. Das sind zwei Kühlregale und vier normale Regale. Weil ihr seht, ich habe hier nicht mehr wirklich viel Platz. Ja. Ist einfach besser so, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Und lieber hat man zu viel Platz, wie nachher zu wenig. So, was ist denn mit dem Kaffee eigentlich los? Zwei im Lager. So, Moment mal, das würde ich jetzt mich hier irgendwo hinwerfen, weil ich hier wieder am Bedienen sein darf. Mit Karte, jawohl, sehr gerne. 64,50. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Beehren Sie uns bald wieder. Also ich weiß nicht, irgendwas hat der Kollege hier, weil sie bei ihm Schlange stehen, ne? Zu mir kommt keiner. Stinke ich oder keine Ahnung, warum hat der immer so viel. Ah. Guten Tag. Jawohl, mit Karte natürlich. Dann machen wir auch 21,70. Vielen Dank. Wären sie uns bald wieder. Oder weil der einfach so lahmarschig ist, ne? Das könnte vielleicht sein. Da stehen schon zwei Leute, statt dass er zur freien Kasse kommt, stellt er sich da hinten an. Verstehe ich halt nicht. Also wenn ihr wisst, warum, wieso, weshalb sie das tun, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ja, weil ich bin da echt teilweise ein bisschen sprachlos. Hier schon wieder stehen zwei, die stellt sich da an. Hier ist eine leere Kasse. Der auch. Stehen drei schon da. Nein, man stellt sich da auch noch dran, statt dass man hier an die leere Kasse kommt. Das verstehe ich halt absolut nicht. Absolut verstehe ich das nicht. Naja, aber gut. Ah, da kommt wieder Kundschaft. Sehr schön. Und zack, direkt zwei Stück, ne? Das ist ja auch. Sind sie fündig geworden? Haben sie alles gefunden? $1,30. Sehr schön. Ja, schon wieder 1652 Dollar auf dem Konto. Weil ich das Punkt 01, das verstehe ich halt jetzt auf keinem Auge, ne? Aber egal. Haben wir schon wieder hier 3 Uhr nachmittags. Gucken, was können wir denn auffüllen? Eigentlich nichts, da kommt doch unser Kollege gut hinterher. Oder der hier große Getränke. Große Getränke-Einkauf. Uiuiui, also was hat der hier alles eingekauft? Und sind wir? Nein, wir sind bei 77,90. Öl ist eigentlich auch immer gern gesehen, ne, wenn sie das kaufen, weil das auch ein bisschen Marge bringt, sage ich jetzt mal. Öl, ne, das können wir eigentlich auch, beziehungsweise Kaffee auch. Machen wir erst jetzt hier den Kaffee, weil dann haben wir nämlich den Karton auch schon wieder weg. Und warum ist das Öl? Da haben wir das Öl. So.
passt wunderbar. Also machen wir mal das Licht an. Das Öl könnte man theoretisch auch holen, ne? Jetzt sind wir auch bei 12. Oh, was macht die Reis? Aber das ist gerade die 2 Milch, wo ich geholt habe, ne? Aus Versehen in 20er zu viel gehabt, aber den können wir auch ganz einfach wieder zurückholen. So. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. 28. So. Ja, jetzt haben wir auch gleich den nächsten Tag schon wieder geschafft. Das passt doch. So, 40, 30, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Na, bald wieder den Laden schließen. Oh, dreimal Kaffee und zweimal Tee. Das ist eine schöne Summe. 5 Stunden zurück, das ist doch wunderbar. So, eine Stunde, Leute, dann haben wir Feierabend. Eine Stunde, dann haben wir Feierabend. So. Ganz entspannt an der Kasse mal ein bisschen sitzen als Chef. Kann man mal machen. Ach, gerade, der will gerade so rauslaufen. Aber stellt er sich lieber an die Kasse an, wo ewig viel ansteht, ne? Na gut. Soll er tun? So. Nougat, also die Erdnussbutter hier, können wir holen. Erdnussbutter. Die Erdnussbutter. So. Wunderbar. Karton ist leer. Jetzt tue ich hier oder die Kohlen. Kohlen. Haben wir hier die Original. Original. Sag mal, was heißt Original Coke, ne? Die, ja, halt die Coke. So, die hier. So. Wieder die Sprite auffüllen. Ja, für mich ist es einfach Sprite. So, zack. Das Öl können wir auffüllen. Das andere. Jawohl. Ernsthaft, da war es eins drin. Da war eins drin. Mehl, Salz, Müsli. Was macht die Reise? Habe ich doch vorhin gesehen. Ich meine, den haben wir doch vorhin gesehen. Okay, da hat in der Zwischenzeit wurde aufgefüllt. In der Zwischenzeit wurde aufgefüllt. Das passt. Der Kollege hier ist durch, also beenden wir den Tag. Oh, einmal nächsten Tag starten und das heißt erstmal wieder Großbestellung im Lager machen. Davon haben wir noch genug. Nehmen wir noch einen mit. Zwei. Da zwei. Da zwei. Also immer gucken, dass wir von allen zwei Packen eben da haben. So. Da haben wir genug. Es sind 4 da in weiß nicht wie viele Kisten, ne? Das ist echt. Da sind
drei drin, da oben sind eins drin, ne? Das ist halt echt so. Egal. Machen wir auf jeden Fall mal den Laden auf. Markt. Wieder 500. Noch was. Euronen. Wo wir hier jedes Mal zahlen dürfen. Das ist hier aufgefüllt, ja. Hat er. Okay. Dann werfen wir das einfach mal so ins Lager, ne? Ist ja. Mir ist noch was eingefallen. Und zwar, wenn ich hier im Lager, wenn ich neue Produkte hole, muss ich ja auch wieder neue Regale ins Lager stellen. Weil die Produkte brauchen ja auch wieder Platz. Ich hab schon gedacht, hier kommt kein Kunde mehr. So. Aber wo haben wir jetzt den Tee? Da haben wir den Tee. Ein bisschen wieder selbst füllen, beziehungsweise auch mal wieder hier kassieren. 55, 30. Weiß nicht, ich glaube, ich würde einfach mal die Erweiterung kaufen. Verwaltung, dann bezahlen wir die beiden offenen Rechnungen natürlich. Und erstmal hier den Laden vergrößert. Dann haben wir hier den Laden vergrößert und da müssen wir natürlich als nächstes auch nochmal Lampen mit aufnehmen. Ne? Lampen mit aufnehmen. Dann machen wir das natürlich mal direkt. Dass wenn wir die bestellen, dass die dann auch wieder kommen. Dann nehmen wir mal drei mit. Dann können wir auf jeden Fall eine nochmal ins Lager hängen, dass wir da nicht ganz so dunkel haben. Bin mal gespannt, wann ich den ersten Einkauf habe über 100 Dollar. Da bin ich echt mal gespannt. So, der kommt zu mir. Jawohl. Ah, da trinkt wahrscheinlich sehr viel Kaffee. Sehr schön. Mal gucken, wie es heute läuft. Vielleicht. Nein, in dieser Folge definitiv nicht mehr. Aber ich denke mal, vielleicht in der nächsten Folge werden wir es schaffen, uns die neuen Produkte zu holen. Ah, das denke ich mal. Das denke ich schon. Dass wir das hinbekommen werden. In der Zwischenzeit können wir mal das normale Öl noch holen. Das normale Öl. Ja, müssen wir halt auch immer wieder gucken, dass hier die Regale trotzdem gefüllt sind. Kaffee ist gerade zum Beispiel was hier geht, die warme Semmeln, wir haben nichts mehr im Lager. Oh, ist das ärgerlich. Ah, okay, der hat gerade aufgefüllt, sehr schön. Sowieso der Wasser könnte man holen. Und Reis, ne? Wasser und Reis. Die zwei Sachen könnte man noch holen. So, einmal Wasser. Das ist natürlich auch nicht mehr voll. Kommen wir an die Kasse, ja. Zack, schon die nächste da. Also jetzt wollen sie doch mal gehen. Ja. So, du kriegst noch 1 Dollar und
70 Zoll, das waren jetzt auch 68 Dollar. So, Mehl könnten wir holen. Packen Mehl bzw. nur die restlichen Wasserflaschen. So, eben einmal das Ding hier rein und da hat schon wieder jemand geklingelt. Das Licht an. Aber wir wollen ja schließlich auch was sehen, ne? So. 4,90 $. Und der hat wahrscheinlich pro Karton Eier, hat er wahrscheinlich gesagt, brauche ich auch Packenöl, ne? So. Aber gut, YouTube. Das wär's dann gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern das Däumchen da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch wie immer sehr freuen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalten würdet. Bis dahin, euer Game Console. Ciao, ciao.